Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Project Unstable 4. Ja, wo fangen wir an? Ich zeig nochmal ganz kurz Botania was. So, und zwar, wir haben ja im Moment noch das Problem, dass hier alles durcheinander ist, deswegen steht im Moment der Regalter ja da drauf. Wir haben hier drunter jetzt so einen Mana-Spreader und so weiter. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und zwar... Ich habe hier auch noch Zeug drin, das ich noch mehr vorbereiten könnte, aber ich hatte zu wenig Mana. Rune of Earth und Rune of Fire. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen uns heute eine Thermalilie. Dafür brauchen wir dann aber noch ein Ritual von Blood Magic, was ich dann noch vorbereitet habe. Klar, zeig mal dann. Problem ist allerdings, sagen wir es mal so, nennen wir es Problem. Wir benötigen... dafür Blut. Ich glaube 500 Life Essence pro Blutdingens da. So, das Problem, was wir aber hier mit unserer Mob-Farm ja haben, ist, wenn ich die anschalte, dann spawnen hier Mobs, wunderschön. Guck, da sind sie auch schon. Rennen rum, sterben, wunderbar. Problem ist allerdings, Hexen und aller möglicher, also im Endeffekt nur Hexen, werfen Potions und greifen damit außerdem ein Skelett an, welches dann einen Pfeil in einen Creeper schießt oder der Creeper direkt kriegt Schaden. Und das ist doof, das wollen wir nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren wird. Schweige, dann bin ich mir sicher, ob es überhaupt so funktioniert. Ich will was versuchen. Und zwar gibt es von Ender.io sogenannte Attractor Obelisk. Und ich weiß, theoretisch können wir da unten wahrscheinlich auch einfach nur Hi. Okay. Theoretisch könnten wir unten auch wahrscheinlich einfach nur eine Hexe reinsetzen. Und diese Hexe würde durch ihre Regen-Potions die ganze Zeit am Leben bleiben und würde niemals komplett sterben. Das ist aber langweilig. Ich will keine Hexen da unten haben, die ich irgendwie benenne und dann hoffen, dass die nicht despawnen, weil das ist meine einzige Blutversorgung. Ich möchte gerne, dass das Zeug spawnt und nicht kaputt geht. Wir werden, ich werde wahrscheinlich spätestens morgen nochmal updaten. Und dann kommt ein Mod mit rein, mit dem wir sowas ähnliches wie Warden haben. Also, dass wir Blöcke sichern können. Und dann werden wir auf jeden Fall die Seiten mal machen. Und ich weiß nicht, ob ich hier die Glowstone-Dinger hinbekomme. Aber ich denke nicht, dass ich die wohnen kann. Aber vielleicht finden wir da eine bessere Lösung, das irgendwie hinzubekommen, dass wir da Licht reinkriegen, welches unzerstörbar ist. Ich habe nur keine Lust, den ganzen Raum mit Obsidian da unten auszubauen. Ich könnte es machen, aber nein, das wäre doof. Problem ist immer noch die Cursed Earth. Ich weiß nicht, wie diese... Wie das dann funktioniert, dieses Protection, ob der dann die Blöcke ersetzt oder einfach nur allen Damage auf diesem Block abfängt. Das werden wir dann sehen. Und testen. Aber, ja. Gut, soviel dazu. Ich lege mich nochmal kurz pennen. Und dann machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Tractor Obelisk. Dafür habe ich vorbereitet, ich habe zwei Villager gesammelt. Einen habe ich hier schon mal durchgeballert. Und der zweite Villager, ich kann mal zeigen, was das für Villager sind, die ich hier gesammelt habe. Und zwar sind das Shady Villager. Oh, guck mal, 8 Emeralds für einen Emerald Block. Das nenne ich doch mal einen Deal. Ehrlich gesagt, das ist mir so ein bisschen zu teuer. Ich habe noch einen anderen. der mir sogar... Oh, der verkauft mir sogar Netherstern. So. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Jetzt weiß ich nicht, welcher ist. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, die Shady Villager. Die werden eingefügt durch Extra Utilities 2. Und wir kaufen uns mal einen Netherstern, würde ich sagen. Und das ist nicht der Netherstern-Heini. Das dürfte der Netherstern-Heini sein, ne? Ja! Komm, wir kaufen uns einen Netherstern. Yay! Was? Na? Da, er kriegt sogar einen neuen Handel. Nee, nicht. Schade. Aber wir haben einen Netherstern. Yay! Mensch, jetzt können wir uns gleich mal das... Was? On close inspection, this nether star is a fake made of enchanted cardboard. Hope you got a receipt. Nein! Er ist weg! Huh!
Nein! Ja. Ich finde das so genial. Wie einfach nur dieser Netherstern. Er sieht komplett echt aus. Und in dem Moment, wo du drüber fährst, verschwindet er. Und du siehst, fake. Verdammt. Sind drauf reingefallen. Jetzt haben wir so ein. Jetzt haben wir so ein. So ein, ja, Pappkarton. Netherstern, der bunt angemalt ist. Von das Lustige ist, in Kisten ist es ein normaler Netherstern. Das ist ja geil. Moment. Okay, nee, es wird nur so angezeigt. Okay, ich wollte schon sagen, ich wollte jetzt gerade nämlich gucken, ob ich daraus irgendwelche Rezepte machen kann, aber weil der jetzt hier drinne zu einem normalen Dings wurde, ich dachte, ich kann es vielleicht austricksen, aber leider geht's nicht. Schade. Aber wir können an die Wand hängen. Habe ich noch ein Item Frame? Ja. Hängen wir uns über Bett. Hier, guck da. So. Wunderbar. Was weiß ich eigentlich, wenn ich das Ding kurz angucke, dann ist es ja so. Also wird sofort wieder zu einem. Okay. Item, na, das ist da. Schön. Okay. Gut, dann weiter im Programm. Ja, wie gesagt, den anderen Villager, der eine verschwindet dann halt, wenn man mit dem handelt. Deswegen habe ich zwei genommen. Also wir brauchen noch 4 Level. Dann lassen wir uns kurz durchblubbern. Und dann kriegen wir so Enticing, ich habe keine Ahnung, Crystal. So. Wunderbar. Dann einmal nach hier drüben. Hier habe ich schon vorbereitet die Ritual Stone, die können wir mal machen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals... Ich bin immer doof, ich vergesse, dass ich das hier jemals reinlegen muss. So. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Ich glaube ja, das Crafting, ne? Von hier Master und Dingens. So. Und dann machen wir uns jetzt mal den... okay. Zwei davon. Und dann, hallo, das Ding, zweimal. Ein bisschen Eisen habe ich zum Glück noch, mittlerweile. So, okay, zweites Ding. Achso, wir brauchen dann... Ich habe nicht genug Energetik, Alloy. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen vorzubereiten. Es ist doch nicht wahr. So, einmal diesen rein. Ich hoffe, das funktioniert. Idee ist halt, ich ziehe alle Creeper in eine Richtung und alle Hexen in die entgegengesetzte. Das war so die Idee. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Wahrscheinlich werden die Dinger einfach mitsprengen. Ich sehe es kommen. Naja. Es wäre halt schön, wenn wir das Ritual stärker machen könnten wie früher, dass man mehr Schaden macht, aber geht leider nicht. Im Notfall muss ich halt doch Hexen reinsetzen, auch wenn ich darauf eigentlich keine Lust habe. Weil die Hexen, die unten sind, die spawnen ja mit der Zeit. Von daher... Er kennt das immer, das ist zu spät. So. Tractor Obelisk. Und wir können ja auch uns die Range anzeigen lassen. Und die ist eigentlich relativ gut. Sodass wir... Wir könnten noch einen Capacitor reinballern. Weiß gar nicht, habe ich noch einen normalen Double Layered? Wunderbar. Verbraucht natürlich dann dadurch mehr Strom. Aber wir können natürlich die Reichweite extrem erhöhen, wie wir sehen. So, und der zieht alle Mobs, die wir hier drinnen haben, zu sich. Also wenn wir eine Soul Vial nehmen und damit einen Mob einfangen, zum Beispiel einen Creeper. Ich weiß gar nicht, ist der Creeper hier hinten draußen? Nee. Okay. Ist irgendwo in der Höhle drin. Dann saugen wir den sozusagen an. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde diese Animation so cool. Genau. Davon bräuchten wir dann 2. Ich habe noch irgendwo in einem Generator was. Da. Da müsste noch ein Double drin sein. Wunderbar. Adios. So, ich weiß jetzt nicht, welcher hat. Der hier hatte noch keinen Double. Und ich mache jetzt folgendes: Ich mache das Auto-Refill wieder aus. Wie letzte Staffel, weil es nervt mich einfach nur. So. 40 F pro Tick verbrauchen wir. Das heißt, die Dinger verbrauchen 80. Ich weiß gar nicht, ob die immer verbrauchen oder nur wenn sie... Ich werde es mal austesten. Kann ich die eigentlich so aufladen? Nö. Schade.
Yep. Okay, das ist doof. Das ist echt saudoof jetzt. Verdammt. Die verbrauchen nur was, wenn sie wirklich was ziehen. Ich glaube, wir müssen hier unsere Energie mal noch ein bisschen aufpäppeln irgendwann. So, ich habe auf jeden Fall hier unten schon mal einen Gang gebuddelt. Über den wir dann da unten hoffentlich an Strom kommen. Und dann will ich mal schauen, ob die... Das müsste ich vorher vielleicht noch testen. Ob die Attractor Obelisk auch durch Wände durchgehen. Dafür bräuchte ich mal irgendein Opfer. Zum Beispiel ein Schaf. Huch. Ich wollte... Hallo? Bin ich blind? Wo sind die Soul Vials hin? So faszinierend, wenn das dann einfach alles immer droppt. So. Aha! Habe ich dich gefunden! Komm gleich mal mit dir. Wir müssen jetzt mal was testen mit dir. Na gut, mit dir ist vielleicht doof, weil du bist ja hier wieder so ein Sonderkandidat. Ich brauche ja irgendwas, wo ich zwei Mobs von habe, also wären es wahrscheinlich Schafe. Okay, warte mal. Der hat noch ein bisschen Strom drin, ne? Im Endeffekt interessiert mich nur, zieht es durch Wände an? Wenn ja, platzieren wir es einfach in eine Wand. Und gar nicht erst in die Nähe von dem Ding. So, schieb und schieb. Okay. Ich denke, es zieht durch Wände, aber wir werden mal gucken. Man weiß ja nie. Kann ja immer irgendwas anders sein. So. Dann. Habe ich nochmal schön zwei Wände hier. So, Tractor Obelisk, der ist leer. Tractor Obelisk ist auch leer, toll. Beide keinen Strom mehr. Herzlichen Glückwunsch. Dann platzieren wir es einfach mehr auf die Seite. So. Und dann scharf. Okay, also es läuft definitiv hin. Ich mach nochmal hier kurz Show Range. Bup. Werden dann einfach angezogen von dem Ding, oder? Oh, es herzt. Okay, also es läuft schnurstracks drauf zu. Okay, wunderbar. Das ist alles, was ich schon wollte. Dann platzieren wir die Dinge nämlich daneben und gucken uns mal mit der Range an, wo wir hinkommen. So. Die Schafe lasse ich jetzt draußen erstmal wieder frei, weil die nerven sonst nur. So, also hier bitte und dein Kumpel ist weg. Achso, der ist im... So. Hier. Nein, das war der Witcher. Geht's weg. Nein! He escaped! What the fuck, warum kann ich nicht... Warum... Es ist kurios. So. Okay. Also wir bräuchten natürlich ein Exemplar von jedem. Das wird der schwierigere Part. Und dann... Wire-Konnektoren und Wire-Lay sowie Kupferkabel. Das sollte reichen. Huch. Achso, ich brauche noch mindestens einen Connector mehr. So. Okay. Damit wir auch beide anschließen können unten dann. Denn wie wir wissen, wir können ja nur einen Connector immer haben an einem Netzwerk. Das heißt, wir setzen den hier unten dran. So. Plupp. Dann packen wir die Attractor nämlich. Ich weiß gar nicht, die haben dann auch eine Höhe, oder? Haben die eine Höhe? Ich weiß es nicht. Haben sie? Okay, 4, 5 Blöcke weiter. Das war zu kurz. Range.
Aber von der Tiefe her sollte es passen, wenn ich es hinstelle, oder? Müssen wir mal gucken, wenn wir runtergehen. Denn es muss ja auch alles schön anziehen. So. Komm mit. Dann dort oben das Kabel hatte ich schon verbunden. Ja. Okay. Also. Da machen wir jetzt einfach mal hier unten auf die Ebene. Ist erstmal egal. Es ist ja nur hoffentlich erstmal vorübergehend. Bevor wir dann irgendwann. Wollte ich schon sagen. Okay. Via Connector. Relay. Entschuldigung. Boop. Weil das doof ist. Ich hätte das Relay hier oben irgendwie hinbauen sollen. Na toll. Jetzt baut der das wieder ab. Bauen wir es erstmal hier ganz provisorisch. So. Und so. Und dann im Endeffekt haben wir einen. Wir machen das halt überkompliziert. Es ist halt so, aber so kennt man uns ja. Den brauche ich gar nicht. Range. Doch, ich brauche. Bup. Ist das der komplette untere Raum? Ich sehe es nicht. Ja, ist er. Wunderbar. Okay, dann hätten wir das. Brauche ich so einen Anschluss. So. Es verliert Strom, weil es nicht ganz nach oben angeschlossen ist. Das ist logisch. Ich habe es nur wieder vergessen. Zweiter Attractor Obelisk. Der müsste dann theoretisch hinten irgendwie hin. Damit wir sie so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung wirklich ziehen. So. So. Umständlich, aber funktioniert. Gut, dann müssen wir jetzt noch einmal von hier. Achso, ich habe jetzt Cobblestone eingesammelt. Ich dachte schon, ist irgendwas kaputt gegangen. Achso, ich kann das so einfach machen. So. Boop. Huch. Weil hat er mich jetzt hingeportet? So, und das dürfte jetzt Strom bekommen. Wunderbar. Das Ding hier hoffentlich auch. Okay. Die Dinger verbrauchen halt jetzt 80 Health pro Tick. Das heißt, es ist schon die Hälfte von dem, was wir vorher hatten. Ja. Ich meine, wir haben eine Capacitor Bank und wir können dem Notfall noch was dazu passen. So, das Ding kann ich jetzt erstmal hier heiden. Brauchen wir nicht. Okay. Dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz. Doch, ich gucke noch eine Sache. Okay, ich sehe keinen Boden. Also ich denke mal, sie werden angezogen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe keine Ahnung. Theoretisch sollte ich vielleicht die Mobs erstmal sammeln. Und sie dann einfach reinpacken. Also einen Creeper und einen Dingens. Das heißt, wir gucken mal, dass praktisch wir mindestens erstmal einen Creeper haben, dass wir die in eine Ecke locken können. Und dann schauen wir weiter. In der Zwischenzeit gehe ich nochmal pennen und machen wir Thermalis. Yeah. Ich wette, man hätte es so viel einfacher haben können. Ist das ein. Wir haben hier einen Creeper in der Nähe. Wenn ich jetzt hier hochkomme. Hi. Nein, ich hab. Oh, ich wollte schon sagen. Dich nehme ich auch mal mit. Der hat zwei Katzen! Ich brauche Milch! Hab ich in den Eimer? Ja. Okay. Ich hoffe mal, die Katzen, die spawnen mit der Zeit. Ich könnte eine Kuh gebrauchen. Die Creeper teleportieren sie ja nur. Das ist ja egal. Ich wollte gerade pingen. Ich spiele in letzter Zeit so viel Rainbow anscheinend. Ich wollte gerade mit der einen Taste pingen und praktisch dorthin zeigen, was ich meine. Aber naja, gut. So. Gut, wir sind wieder wohl auf. Das ist ja das Mindeste. Wir haben
hoffe mal, das ist gar nicht so schlecht, dass wir noch die, hallo? Danke. So. Dass wir noch diese Witch haben. Aber wir sollten jetzt in der Lage sein, Creeper nach hinten zu pullen. Und hier hinten erstmal die Wither Witches. Dass sie erstmal irgendwas noch an Witches schon mal abfangen. Und die anderen Witch muss ich dann mal gucken. Wir hoffen, dass nicht alles kaputt geht. Solange dem Creeper dann egal ist, im Endeffekt wäre ja das Optimale, wäre, wenn dem Creeper scheißegal ist, was passiert, er nur zu diesem Ding geht und nicht explodieren kann. Das wäre natürlich optimal. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gehen die Creeper schön in eine Ecke? Bin ich da. Ja. Oh, wunderbar. Und da sie so schnell sind, rennen die auch alle dahinter. Das ist natürlich sehr genial. Und hier ist gerade eine Hexe wahrscheinlich gewesen. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir extrem gut gerade. Wir bräuchten wahrscheinlich noch mehr Strom, aber das sollte nicht kein Problem sein irgendwann. So, damit machen wir hier hoffentlich genügend Blut. Ja. Ein bisschen, ne? Wir müssen später nochmal die Self-Sacrifice vielleicht durch Sacrifice. Wir haben noch keine Sacrifice-Rune, merke ich gerade. Wir haben nur Self-Sacrifice. Okay, muss ich mal machen. Noch Sacrifice Rune, dass wir ein bisschen mehr rauskriegen. Moment, brauchen wir es ja noch nicht. Okay. Dann setzen wir uns an die Thermalili, machen das fertig und machen das Ritual und gut ist. Nein. Back. Wupp, wupp, wupp. Das kann auch erstmal weg. Das kann auch weg. So, ich habe. Achso, da kann ich dann am Ende des Videos nochmal zeigen, wen es interessiert wegen Bienen. So, wir brauchen. Red, Orange, Orange. Okay, also Red, 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 Orange, Orange. Wir haben zu wenig Orange hier im Feld. Nee. Soll fürs Erste reichen? Eigentlich nicht. Brauchen noch mehr. 2, 1. Nein, die den brauche ich. So, so. Und dann brauchen wir Seeds. Und plupp, eine Thermalily. Jetzt könnte man es machen wie hier, wie damals, glaube ich, Sesamstraße, ne? Ich glaube, es war Sesamstraße, wo hier dieser eine so gezählt hat. Eine Thermalily. Zwei Thermalily. So, ich kann nicht mal mit dem Namen. Es war irgendein Vampir. Ich glaube, der hieß sogar auch Graf irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hab als Kind nie gern die Sesamstraße geguckt. So. Ich weiß nicht. Ich fand das nicht so toll. So, jetzt müssen wir natürlich noch, weil es nicht reicht, dass wir jetzt, da haben wir schon eine Jade Amaranthus und dann müssen wir trotzdem auf eine Orange warten. Oder habe ich noch eine Orange vielleicht? Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob ich welche habe. Ich habe 8 Stück. Toll. Toll. Typisch. So. So, okay. Und dann zieht drauf. Und ich glaube, wir könnten auch wahrscheinlich nochmal ein Earth Rune machen. So. Hallo. Danke. Wupp, 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 wupp. So, dann warten wir jetzt mal ganz kurz ab. Dann machen wir nochmal einmal eine Earth Rune. Dann haben wir 4 und das ist genauso, was wir brauchen. Un momento. So. Denn 4 sollten für den Anfang hoffentlich reichen. Theoretisch bräuchten wir noch einen Elven-Mana-Spreader, weil der ein bisschen besser ist, aber erstmal sollte es hoffentlich reichen, wenn wir vielleicht einfach 2 Mana-Spreader nehmen. Also nehmen wir mal 12 davon noch mit. Und dann brauche ich noch Petal. Haben wir irgendwas zu viel? Lime. Niemand mag Lime. So, Mensch. Und dann 2 Stück. Okay. Dann hüpfe ich nochmal schnell in die Base. Dann craften wir nochmal schnell das mit. Ups. Das mit. Da. Ach so.
Das mit dem. Und dann Gold. Ich liebe Gold. So. In die Terminals, wir haben das. Dann könnte man nochmal Stone oder irgendwas nehmen. Weil die Lava soll ja nicht durch dummen Zufall irgendwo hinflattern. Das wäre fatal. Haben wir jetzt soweit alles. Ich muss ganz kurz überlegen. Wir haben die Terminals, wir haben das für einen Ritual Stone. Wir haben Himal Spreader. Das Problem ist natürlich wieder, dieses Vertikale wird uns wieder zu schaffen machen. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Vielleicht kann ich ihn halt daneben stellen. Und dann so schräg nach oben. Ups, so schräg nach oben. Oder wir packen von oben drauf. Mal gucken. So. Können wir dann gleich noch machen. Ich überlege, ob ich noch irgendwas brauchte. Ich wollte noch irgendwas holen. Ich habe es auch vergessen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, wir bauen es hier hinten hin, weil hier scheint nicht so viel Zeug zum Brennen da zu sein. Okay. Als allererstes brauchen wir im Endeffekt ein Kreuzchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Server leckt. Wunderbar. Ich hatte vorhin mal gemessen, wir haben 20 Ticks. Also was heißt gemessen? Ich habe nachgeschaut. Nicht 20 Ticks, 18 Ticks, Entschuldigung. Von 20, wollte ich sagen. Wo haben wir denn hier einen Ritual Diviner? Wir brauchen den, wir brauchen einen Activation Crystal. Pressure Speed, Containment, Interdiction. War das nicht hier irgendwo direkt? Well of Suffering? Serenade of the Nether. So, wir sehen jetzt auch, wie es aussieht. Kurz aufbauen lassen. Wunderbärchen. Einmal Stein hin. Einmal Rechtsklick. Lava! Wunderbar. Und das, wie gesagt, kostet uns halt Life Points. Hat sogar relativ viel gekostet. Achso, die Aktivierung vom Ritual war ja auch mit dabei. Entschuldigung. Die einmalige Erstaktivierung und dann die Dauerkosten kommen ja noch dazu. So. Dann basteln wir es jetzt mal wie folgt. Erstmal muss ich gucken, ob der Mana Spreader funktioniert. Wir könnten zwei auf den unteren machen und zwei auf den oberen. Dann brauche ich gar nicht einen zweiten Mana Spreader. Machen wir es einfach so. In der Hoffnung, die Reichweite ist okay. Ich habe nicht geguckt, ob die soweit reichen. Wir werden es gleich sehen. So. Geht das? Nein, das ist so weit weg. Nein! Okay, Mensch. Wir probieren es schräg. Irgendwie muss es ja gehen. In irgendeinem Winkel wird es schon gehen. Hoffe ich. Vielleicht. So. Du auf das Ding. Und den weg. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte, bitte lass die Hit-Detection richtig sein. Nein, ist sie nicht. Nein. Okay, wir müssen nochmal bauen. Ach, dieser Mist einfach nur. Warum ist das der Fall? Es nervt. Aber warte mal, habe ich noch einen Mana-Pool? Ich könnte noch einen machen. Ich mache einfach noch einen zweiten Mana-Pool. Und genau dafür hatte ich eigentlich die Halo gemacht, wobei ich wahrscheinlich nochmal eine andere machen werde. Denn die nervt mich. So. Einfach nur aus dem Grund, dass ich den ganzen Mist so falsch rum immer legen muss. Beziehungsweise wir setzen es nochmal einen höher, damit wir auch was reinschmeißen können vielleicht. So. Ich hätte auch das Zeug näher ransetzen können, aber ihr habt nichts gesagt. So. Das Ding ist gebunden, das Ding ist gebunden, okay. Dann du auf das Ding. Das funktioniert schon wieder nicht. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Okay. Zweite Thermalili. Ist auf den gebunden. Okay. Hey, du, geh mal auf den oberen. Okay, es funktioniert. Wunderbar. Okay. Die ist auf den oberen. Die hier ist auch auf dem oberen. Und diese beiden hier sollten dann auf dem unteren sein. Wunderbar. Mana!
Okay, es wird Nacht. Ich habe irgendwo einen Schlafsack. Da. So. Wir legen uns voll in die Blume. Liegen hier einmal quer im Bild. Yippie-yay-yay. Oh Mensch, haben wir es doch mit 30 Minuten geschafft, ne? Wir haben... Ich muss gucken, ob das mir im nächsten Update gefixt ist. Ich muss morgen updaten. Ich muss es einfach tun. In der Hoffnung, dass dieser komplette Bug gefixt ist. Wobei ich immer noch vermute, dass es irgendein Mod bei uns ist. Dass es gar nicht an Forge und so weiter liegt, dass irgendein Mod ist komplett kaputt. Nee, was ich sagen wollte, ich habe Kupferbienen. Das wollte ich vorhin noch sagen. Ich habe Kupferbienen. Allerdings muss ich da noch ein bisschen mehr züchten und dafür würde ich gerne ein Aviary haben, denn beide, also alle Bienen, ich habe nachgeguckt, alle Bienen von Morbis, alle Erzbienen, wollen als Biom warm oder höher haben. Von der Temperatur. Und das hier ist ihnen zu kalt. Das ist normal. Ich hätte da hinten, da habe ich bisher immer gezüchtet, hier ist eine Savanne. Wir könnten es hier machen. Und könnten einfach sagen, okay, wir machen einen Chunkloader hin und basteln das alles da hin. Das ist aber langweilig, das wollen wir nicht. Das heißt, ich werde versuchen, dann die Bienen mal noch so zu züchten, dass das dann funktioniert. Da müssen wir dann mal gucken. Da werde ich wahrscheinlich einen Chunkloader erstmal machen, dort hinten die Bienen dauerhaft durchrattern lassen, genauso wie ich es hier mache. Um halt an allen möglichen Krams zu kommen. Wir kriegen viel zu wenig Pollencluster, aber langsam kriegen wir Industrial Drone. Hat lang genug gedauert. So, ja. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben nicht ganz so viel gemacht. Wir haben den Attraction Obelisk, Attractor, wie heißt der? Attractor Obelisk haben wir gemacht. Wir haben die Thermalilies fertig gemacht. Wir haben eine komplett dämliche komplett dämlichen Aufbau, den ich hoffentlich morgen dann abreißen kann und besser bauen. Wir werden sehen, jedenfalls auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Guck mal, das hat jetzt schon mehr Mana produziert. Wunderbar. Wunderbar. Ich mag Thermalilies. Und unser Blutnetzwerk sollte voll sein. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Aus Angst. Das war ein Stückchen zu weit. Ich laufe. Das war ein Stückchen zu weit, aber nur ein Stückchen. Holla die Waldfee. Das hätte jetzt böse enden können. Ich sag mal so, unser ganzes Zeug wäre gerettet gewesen durch die Hopperhock, aber... Okay, die Creeper gehen aber alle in eine Ecke. Also in der Hoffnung, dass sie nicht unbedingt so getroffen werden, wenn dann ein Skelett irgendwie wild um sich schießt. Also solange hier hinten in der Ecke keine Hexe ist, sollte alles gut sein. Mal gucken, ob man das so laufen lassen kann. Es ruckelt manchmal hier so ein bisschen. So einen Frame-Einbruch habe ich manchmal schon. Aber Netzwerk ist voll, wir können das auf jeden Fall laufen lassen. Nächste Folge gucken wir mal, was wir noch machen können. Und dann... Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen zum zweiten Mal oder dritten Mal. Ich habe keine Ahnung, ich verabschiede mich zu oft. Ciao, noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.